Oh ja, ich mag mir jetzt dann einen netten Kaffee mit ja, diesem Teil hier kochen. Und dazu brauche ich aber jetzt mal ein richtig schönes, gutes Feuer. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil hier kann, dann würde ich dir empfehlen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, es geht heute um dieses nette Töpflein hier. Ja, und zwar ein Titanium von Thorax. Thorax. Wir haben das im Shop, gibt es natürlich auch auf YouTube und überall sonst. Und dieses kleine Teilchen hier, das habe ich schon einige Mal jetzt im Einsatz gehabt, auch am Gaskocher oder am offenen Feuer. Und da stellt sich halt die Frage, Titan, ja, ist das überhaupt was fürs Lagerfeuer und wofür ist das eigentlich gemacht? Und die Chinesen sagen uns jetzt über YouTube und über Facebook und Instagram immer mit dieser Werbung und auch auf Amazon, wir sollen Titan-Geschirr kaufen. Und ist das überhaupt cool und ist das überhaupt gut? Das ist eine ganz berechtigte Frage. So, jetzt ist das Teil. Ah, jetzt ist das Feuer so richtig schön, schau mal her. Oh ja, Feuer. Feuer. Ja, jetzt zu diesem Teil hier. Einerseits, du hast hier einen schönen Deckel. Das ist einmal sehr, sehr wichtig. Das ist für die Energieeffizienz natürlich eine coole Sache. Und dann eben so diese Händel, wie man es vom Händelmark von Tatonka zum Beispiel kennen. Das billige Eigenwerbung hier natürlich, das Video gibt es bei mir alles im Shop. Die Frage dabei ist jetzt die, wo ist eigentlich, ist dieses Titanzeugs eigentlich eine coole Sache? Also ich kann jetzt, was den gesundheitlichen Aspekt betrifft, überhaupt nichts sagen. Da hatte ich schon lustige Diskussionen mit Zusehern, die 100.000 Kommentare dazu geschrieben haben. Das kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Eine Sache ist klar, wenn ich klassischer Bushcrafter bin, und ich jetzt sage, okay, ich werde die ganze Zeit nur am Lagerfeuer kochen. Und wir marschieren jetzt nicht 100.000 Kilometer, sondern wir gehen einfach zu unserem Lagerplatz hin und kochen dort, dann werde ich Edelstahl nehmen. Ja, einerseits, weil das, der Preis viel geringer ist, weil das Gesundheitsrisiko sozusagen eine ganz andere Geschichte ist, weil da, das wissen wir oder glauben wir zumindest das zu wissen, dass das alles in bester Ordnung ist. Also das passt mal. Ja. Diese Titangeschirr-Geschichten sind in den letzten Jahren massiv günstig geworden. Warum? Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht kann mir da jemand einen Kommentar schreiben, der das weiß, warum das jetzt so günstig geworden ist. Vielleicht, weil die Chinesen so viele produzieren haben können oder die Fertigung einfach durch die große Masse der Stückpreis gesunken ist, kann alles sein. Die Frage ist nur, ist das etwas, was der Bushcrafter mitnehmen sollte aufs Lagerfeuer? Meiner Meinung nach, wenn du das Geld ausgeben willst, dann tu's. Ja, aber ist es notwendig? Nein, ist es definitiv nicht. Es ist nicht zwingend notwendig. Ja? Wenn du aber jetzt zum Beispiel, weil ja auch immer wieder Leute zuschauen, die Bug-Out-Bag oder andere Sachen sich zusammenstellen, dann macht es natürlich schon einen Unterschied. Denn, also muss man aufpassen, habe ich nicht mal Feuer gestellt gehabt, dieses Teil hier hat kein Gewicht, du merkst es nicht. Ja? Das ist wie Luft in Wahrheit. Ja, ja, wirklich, wie Luft. Und es gibt auch einen Becher und alles, es ist super. Wenn ich mich bewegen muss, wenn es etwas ist, wo ich sage, okay, ich muss von A nach B gehen, fahren, was auch immer, und ich muss das Zeug in meinem Rucksack ja selber tragen, dann wird es einfach eine sehr gute Idee sein, das Gewicht runterzukriegen. Und für sowas ist das da. Ja? Beim Wandern, für ein Bug-Out-Bag, da ist das die Nummer 1. Ich hatte hier am Bushcraft-Areal bei einem Survival-Training ein Bärchen, das ist glaube ich schon 2 Jahre her, die immer so Weitwanderstrecken machen. Und haben mir erzählt, dass sie in Neuseeland waren und sie haben sich extrem viel Zeit im Vorfeld genommen, um die perfekte Ausrüstung für sich zusammenzustellen, weil sie einfach nur zu Fuß waren, von oben nach unten, also von der Nord ganz oben oder umgekehrt von Süden rauf, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal, aber komplett autark tracken und Tracking machen. Und da ist es natürlich klar. Und sie sagten, wir nehmen den Schlafsack, der am wenigsten Gewicht hat, der das kleinste Volumen hat. Es ist mir wurscht, was das kostet für mein Hobby, weil wir das kostet sowieso eine Lawine. Aber wir wollen dieses Naturerlebnis haben. Und da ist das eine absolut ganz, ganz, ganz klare Sache. Wenn ich aber der Bushcrafter bin, der mit seinem Schlafsack, mit seinem Carinthia Defense 4 zum Beispiel, der irrsinnig groß und schwer ist, rummarschiert und zum Lager, ich weiß nicht, 3 oder 4 oder sonst auch 5 Kilometer sein, hingeht,
dann dort bleibt und am nächsten Tag oder ein paar Tage später wieder heimfährt oder sogar hier im Bushcraft Camp auf, ist billige Eigenwerbung, sogar auf waldurlaub.at, ja, herkommt und mit dem Auto und dann, weiß ich nicht, 100 Meter sein Zeug trägt, das kann Edelstahl bleiben. Da brauche ich das Geld im Endeffekt wirklich nicht ausgeben. So, das Wasser kocht jetzt schon. Ja, das haben wir jetzt schon zum Kochen gebracht. Das war auch relativ wenig, das muss ich zugeben. Und die Sache flutscht. Im Endeffekt kann ich, und das muss man auch gleich einmal dazu sagen, wenn ich jetzt, weil es auch immer wieder die Frage ist, Aluminium, wenn ich tracken gehe, ja, oder Aluminiumgeschirr wäre jetzt zum Beispiel für so etwas auch okay, wenn ich das nicht mein ganzes Leben lang mache und in die Glut reinstelle jeden Tag, dann ist das Risiko ganz einfach vernachlässigbar. Aber ich weiß das nicht, die gesundheitlichen Aspekte ist nicht so mein Ding. Ja. Fakt ist aber, diese Teile sind genial, sie sind auch lagerfeuertauglich, aber in Wahrheit für so einen Gaskocher eine ideale, super Ergänzung für Bug-Out-Bag oder fürs Tracking. Das ist meine Meinung dazu. Kann man es trotz alledem auch als Buschgrifter verwenden? Ja, warum auch nicht? War ein bisschen Ausrüstungsphilosophie sozusagen, ja, und ein bisschen was erzählen, so in ein bisschen anderen Format. Schreib mal einen Kommentar, was du von diesen Titanteilen hältst. Ich habe da eine Feldflasche, ich habe da wirklich einfach alles und das ist irrsinnig cool. Schreib mal du, was du davon hältst. Ja? Das würde mich irrsinnig interessieren. Schreib mal bitte einen Kommentar. Link natürlich in meinen Shop zu diesem Titanzeug, aber auch zu ganz viel Edelstahl, was ich habe. Ich habe mehr Edelstahl als Titan. Geh wieder da unten, schau dir das an. Oder dieses Teil hier kann ich empfehlen. Es gibt es übrigens auch auf Amazon, wenn du dort lieber einkaufst. Dann gebe ich da auch den Link dazu. So was? Wieder eine kleine billige Eigenwerbung hier, ne? Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Lass mal ein Abo da für die neuesten Videos. Da geht es direkt in meinen Shop zu diesen ganzen Sachen. Schau dir das an. Ein anderes Video. Es hat mich gefreut. Dein René Rossmann. Bis bald und ciao.